So, hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Fahne beschützt wir werden und die zum des Gegners Sieg erobert. Gekürt. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. So, das wäre geschafft. Kommt näher und meldet euch zum Kampf. Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel. Keine Kopfen. Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Betrügen lohnt nicht. Ja gut, dann prügeln wir uns jetzt mit den Fäusten. Und nun der nächste Bewerber. Wer will sonst noch einen? So, wer will noch einfach bauen? Komm. Bam, bam, bam. Besser als Mike Tyson auf jeden Fall. Ja, komm. Boom, 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 boom. Hier kommt Mike Tyson. Ah, nee. Entschuldigung. Ist ja extra die Tore. Hab's gerade verwechselt. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Komm. Zeig uns die ganze Dante. Ah. Bam. Kopf. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Ah, so soll das also laufen, ne? Jetzt wollen sie betrügen. Lass mich so loslassen jetzt. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. So, es ist finito hier. Betrüger. Signore, signori! Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske. Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch. Wir sehen dich dann heute Abend. Wir scheißen die hier einfach. Ich glaube, ich spinne. Naja, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich laufe jetzt erstmal wieder zu unserem Versteck. Klopf, klopf. Ich bin's, Ezio. Hallo. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat.
Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole ihn. Ich weiß nicht, warum, aber manche Figuren... Indem ihr den armen Teufel umbringt? Ja. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein. Wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Va bene. Das sollte gehen. Ein echter Spaß. Ja, let's go. Dante finden. Ja, dann finden wir mal Dante. Alle gegen mich. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Doch, doch. Wie lange hält es? So schnell kriegt ihr uns nicht. Scheiße. Möge der Herr. Man munkelt. Das Fest aufmischen. Die goldene Maske anziehen. Machen wir doch. Sieht ja schon fett irgendwie aus, das Teil. Na gut, let's go. Buonasera, Signore. Vielen Dank. Ihr habt es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar... So, jetzt kriege ich gleich noch Besuch. Nutzt meine Mädchen. Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Aber sowas von...
Da fehlt der Ton. Findet ihn! Ben, ein Rüpel hat mein Kleid zerrissen. Kommt, verbringt etwas Zeit mit uns. Auf der Suche nach den Freuden des Stadtlebens reisen. Kommt, wer der Zeit ist. Gönnt euch eine Mußestunde. Wahrsagt, die Herren haben die besten und Damen der ganzen Stadt. Verbringt etwas Zeit. Das ist Entschuldigung! Da! Da! Ja, sie haben ihn wieder entdeckt. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Der ist ziemlich gut bewaffnet. Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Ich kenne diesen Mann. Hab nur geblinzelt. Wo habe ich euch schon der Große da? Nun gut. Hey. Oh. Warum kommt denn hat so gut jemand rein? Mein Ding gesehen? Zeit, aber ich weiß aber nicht warum. Sehr vor, wie alle Fähigkeiten. Ich werde noch als alte Jungfrau sterben, wenn sich nicht bald jemand meiner erbarmt. Habt ihr je schönere Frau? Signore e Signori, ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Hallo, du. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg, in Zeiten des Reichtums oder Darbens, Venedig wird immer Karneval feiern. Ja, ja. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr werdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen, wählt den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch am Bordell, mein... Wir alle wissen, dass wir schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden. Und nun ist Venedig stärker denn je. Sprecht ein Gebet, Schurke! Manchmal ist Gewalt die einzige Lösung. Ach, der geht dann unter Deck und dann ist vorbei. Ach, so ein Kack. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Ja, ja. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr würdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg vor. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen. Wählt den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch im Bordell, mein Sohn. Erwischt. Marco Barbaraccio, oder wie auch immer er heißt. Es ist zu früh. Ich bin nicht bereit. Das sind wir selten. Möge der Tod dir gnädig sein. Requiescat in pace. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Aber oh, das tut weh. Oh Mann, ich wollte nur einen ruhigen Zeck geben.
Jetzt endlich. Nicht geschickt eingefädelt von mir. Da! So war das auch ganz schlau eigentlich. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Was zum Teufel? Runter! Sofort! Er ist hier! So, wir schauen mal noch schnell, was wir hier haben. Beutel. Mittleres Gifttäschchen brauche ich nicht. Kleider färben, vegetarischer Wein. Vegetarische Aquamarin, Assassinenweiß. Ja. Wie ich es ja in der letzten Folge noch versprochen habe. Nehmen wir mal blau. Und ich bin.